Katrin hat Carlos ins Gefängnis gebracht. Doch ihr perfider Plan, den Mexikaner wegen Mordes für immer zu inhaftieren, könnte nun auffliegen. Katrin Fleming, Ulrike Frank, hat ihren Erzfeind Carlos Lopez, Patrick Fernandes, in den Knast gebracht. Ihm wird vorgeworfen, seinen ehemaligen Komplizen ermordet zu haben. Laura kann Katrin erpressen, GZSZ-Fans wissen, aber Carlos ist unschuldig. Katrin hat ein hochbrisantes Beweisvideo, das den Mexikaner entlastet, gelöscht. Ärgerlicherweise wurde sie dabei von Laura, Crisanti Kazavi, beobachtet. Letztere hat die Geschäftsfrau seitdem in der Hand. Streit zwischen Laura und Katrin eskaliert. Emily hört alles mit, nun kommt neuer Schwung in die Geschichte. Katrin, Laura und Emily, Anne Menden, haben vor einigen Wochen eine Eventagentur gegründet. Nach einem wichtigen Business-Trip in den USA reist Laura wieder nach Berlin zurück. Dabei kommt es offenbar zum Eklat. Laura kehrt zurück und erklärt, dass jemand für Navarro für ein Jahr nach L.A. muss. Die Wahl fällt auf Laura, die bangt, dass Katrin das für sich nutzen könnte. Sie erinnert daran, Katrin in der Hand zu haben, was Emily Mittern hört, heißt es in einer RTL-Mitteilung. Bekommt Emily mit, dass Katrin Carlos unschuldig ins Gefängnis gebracht hat? Die Folge ist am 20. März ab 19:40 Uhr auf RTL Plus Sternchen abrufbar.